Ich bin Jonathan, ich komme aus England. Das ist mein erster Poetry Slam auf Deutsch. Aber erstmal muss ich sagen, thank you to my English friends who don't understand a word of what's going on tonight. mein Gedicht heißt Warum lerne ich Deutsch? Da saß ich, um ein Gedicht zu schreiben, und mir wurde klar, dass Deutsch stirbt. Und dadurch würde meine Lieblingssprache nicht bleiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber Deutsch stirbt jetzt. Deutsch und Englisch missen sich, und manchmal finde ich es fürchterlich. Kaffee zum Mitnehmen ist Coffee to go. Ist das nicht ein afrikanisches Land? Togo? Germany's next top model. Wirf das im Mülleimer und Teenies fahren crazy, aber nicht im Oldtimer. Und bist du heute fein gekleidet, dass dein Outfit man beneidet. Du hast einen coolen Style und dein T-Shirt finde ich geil. Ich gehe zum Discounter, um zu shoppen. Ah, ein super Sale. Kann das Internet das noch toppen? Niemand will ein Spicehemd tragen. Sweatshirt heißt das in diesen Tagen. TV heißt heute Sky. Und Martini trinke ich dry. Und betraue Lady Di und wie die Bahn. Nur ein Zug und ich bin weg, ich bin high. Keine Mode, nur Fashion. Keine Kinder, nur Kids. Sandwich statt Butterbrot. Das ist doch beileibe kein Witz. Ich trainiere im Gym und danach Calories, Carbs und Protein zu zählen und über meine App zu erfahren, welches Food Special ich heute auswähle. Ich bin ein Playboy. Ich surfe am PC. Made in Germany. Bowling, Mobbing, Casting, Smoking, Jogging, Meeting, Online Banking, Scannen, Faxen, Downloaden, Posten, mit der Sandwich Toaster toasten. Airport, Airbag, Action, Baby, Flat Screen, TV, Going Crazy. Call Girl, Call Boy, Chat Room, Cover, Design, Display, DVD, E-Mail, Event, Evergreen, Fast Food und Flirten mit der Queen. Okay. Ich weiß, das ist genug. An diesem Poetry Slam, Dichterwettstreit. Sind Sie alle cool? Die Sprache entwickelt sich, kann ich hören. Aber bitte sprechen Deutsch, wenn Sie können. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern, um dieses Englisch. Ich will nicht mehr stressen. Liebe Deutsche, sage ich euch klar, die deutschsprachige Apokalypse ist nicht unvermeidbar. Mein Lieblingssprache Deutsch stirbt, nur wegen Trend. Und das wird kein Happy End.